Blicken wir auf das Sportgeschehen. Seit heute ist er ja offiziell auch vor Ort. Sebastian Hoeneß, der neue Trainer der TSG Hoffenheim. Und schon brodelt es mannschaftlich in der Gerüchteküche. Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen die Hoffenheimer nämlich an Mittelfeldmann Mijat Gacinovic von Eintracht Frankfurt dran sein, beziehungsweise sogar ihn verpflichtet haben. Im Gegenzug soll der TSG-Linksverteidiger Steven Zuber zur Eintracht wechseln. Bei der TSG würde Gacinovic dann wohl am Mittwoch mit dem Verein und eben Hoeneß in die Saison vorbereitet. Starten. Heute wurde der Trainer auf einer virtuellen Pressekonferenz vorgestellt. Gemeinsam mit dem Direktor Profifußball Alexander Rosen erklärte der 38-Jährige den 16 zugeschalteten Medienvertretern unter anderem, warum er sich dieser neuen Herausforderung stellt. Mir ging es nie darum, so schnell wie möglich in die Bundesliga zu kommen. Mir ging es immer darum, selber das Gefühl zu haben, gut vorbereitet zu sein und zu sein. Bei dem Club dann die Möglichkeiten vorzufinden, dass es passt und dass man gemeinsam erfolgreich sein kann. Und das hat in dem Fall perfekt gepasst. Und Oskar Heiler ist Fußballkommentator bei Magenta Sport und hat natürlich die Bayern 2 und entsprechend auch Sebastian Hoeneß begleitet. Hat es Sie überrascht, dass er jetzt in die Bundesliga wechselt? Eigentlich nicht. Also er ist sehr erfrischend in seiner Art, hat ein super Offensivspiel. Es war ja seine allererste Station im Herrenbereich als Trainer und hat ja gleich mit den noch sehr jungen Bayern auch den Titel geholt in der dritten Liga und ist für auch sein junges Alter, er ist erst 38 Jahre alt, super charismatisch und hat auch einfach einen super Umgang mit den jungen Spielern. Hat es geschafft, aus einer jungen Truppe mit ein paar erfahrenen Spielern eine sehr, sehr gute Truppe zu formen. Und am Ende hat es ja sogar zum ersten Platz gereicht. Sie sagen schon, also es ist ein junger, charismatischer Mensch. Was ist es denn so grundsätzlich für ein Typ? Wie haben Sie ihn bislang erlebt? Also noch vor Corona-Zeiten ist mir aufgefallen, dass er immer mal wieder auch ein offenes Ohr hatte. Hat auch vor dem Spiel nochmal durchaus durchblicken lassen, dass er nochmal für einen kurzen Talk zur Verfügung steht. Und auch sonst vor den Spielen bei uns am Mikro bei Magenta Sport. Immer ganz offen, frei raus, was so die Idee ist und auch zur Halbzeit nach dem Spiel immer relativ klar, auch in seiner Analyse. Und da sind mir Spiele in Erinnerung, beispielsweise vorletztes Spiel gegen den MSV Duisburg. Da haben sie in allerletzter Sekunde noch einen Ausgleich gemacht und man hat bei allen Spielern in seinem Team und auch bei ihm gemerkt, hat sie total gefuchst, dass sie nur unentschieden gespielt haben, obwohl der Ausgleich erst spät fiel. Also sieht man auch, dass er da einen guten Zug und einen guten Drive auch in die Truppe reingebracht hat. Braucht man dann entsprechend auch, klar, als Trainer von Bayern 2, da hat man natürlich auch einen ordentlichen Kader, aus dem man wählen kann. Aber wie groß ist dann auch sein Anteil zu wertschätzen an diesem Meistertitel? Ich denke, er hat einen sehr, sehr großen Anteil. Ich habe es ja erwähnt, war seine erste Saison überhaupt im Herrenbereich. Davor vor allem mit Junioren gearbeitet. Und es war also nicht so sein Team. Er musste natürlich auch erstmal so die Truppe kennenlernen. Am Anfang der Saison lief es ja auch noch nicht so wahnsinnig gut, beziehungsweise war man auch ein bisschen unten drin in der Tabelle und dann Woche für Woche wirklich nach oben gearbeitet und hat es geschafft, aus einer sehr, sehr jungen Truppe eben ein echtes Team zu formen. Und der Erfolg kommt ja auch nicht von ungefähr. Hat eine richtige Spielidee, hat eine 4-4-2, in dem er gerne spielen lässt, viel über die Außen, aber auch übers Zentrum. Und das war eben genau die Stärke dieser kleinen Bayern, der Bayern-Amateure, wie sie ja liebevoll von den Fans genannt werden, dass sie eben so extrem schwer auszurechnen sind. Und man hat auch eine gewisse Handschrift des Trainers eben auch schon gemerkt im Spiel der Bayern von Sebastian Hoeneß. Und es ist natürlich immer schwierig, ein Konstrukt von dem einen Verein auf den anderen zu übertragen. Die Hoffenheimer haben ja auch über die Jahre immer eine eigene, sehr offensive Spielphilosophie auch gehabt. Wie sehr passen auch diese beiden Gefüge zusammen, Hoeneß und Hoffenheim? Ich denke, das passt sehr gut zusammen. Er hat ja auch als Spieler mal ganz kurz für die Hoffenheimer gespielt, auch 3 Spiele sogar für die erste Mannschaft. Damals waren sie noch in der Regionalliga, aber hauptsächlich eben Hoffenheim 2, davor Hertha 2. Also er hat auch eine eigene Hoffenheimer Vergangenheit. In der Jugend hat er für den VfB Stuttgart gespielt, also auch Baden-Württemberg schon erprobt. Und von dem her passt er vielleicht auch wirklich ganz gut da rein bei Hoffenheim. Die haben ja auch viele junge Spieler. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Junge da jetzt noch den gleichen Weg geht mit ihm und er vielleicht dann auch noch so auf ein paar Spieler setzen kann, die er jetzt eben schon kennengelernt hat, die er jetzt schon geformt hat. Ich denke da an beispielsweise Angelo Stiller, zentraldefensives Mittelfeld, überragende Saison gespielt unter Hoeneß, immer besser aufgeblüht, gerade nach der Winterpause. Und auch beispielsweise Leon Dayaku fällt mir ein oder auch Sapri Singh. Also die haben wirklich richtig toll performt unter Hoeneß und vielleicht ist das ja auch eine Variante, dass er da noch Spieler, die er schon kennt, mitnehmen kann, auch in die Bundesliga.
Und ich bin sicher, Sie haben da auch ein Auge drauf. Oskar Heiler hat Sebastian Hoeneß mit begleitet als Trainer bei den Bayern 2. Danke Ihnen fürs Gespräch. Danke.